Ein wunderschönes, episches Rutschfest, easy. So, wo müssen wir hin? Rechts. Geradeaus. Das ist das Loch, mal. Wenn ich jetzt geradeaus laufe, fand ja, ich fast. Ja, rechts, weiter rechts. Links. Blöd, warte, gehen wir nach rechts. Das ist halt komisch aus links. Ja, und das aussieht. Ja, du musst schon zur Tür gehen. Du bist ein schlechter Leiter. Das sieht das aus. Ja, die waren noch gar nicht dran. Ja, nee, und das die hat sich ja. Sie wird gehört, ne? Ah, da, okay, da liegt sie. Oh. Schlag sie. Nein, tu's nicht. Oh, I'm dead, are we? Die Katze schläft und redet gleichzeitig. Was? Ich will just about ready to fall apart, I'd say. Not exactly the time to be chatting with a cat. What's cat? Meow. Well, suit yourself. Ich auch. Und die Stier, oh, yes. Die. Die you may call me ja. So. Schalkur. What did you want? Scheiß Franzose. Tobi ist rassistisch. Das hört echt richtig gut. Ah, nee. Ging's dann kaufen? Ringe auch. Der hat ja nur 1, 2, 3, ganz viel. Warte. Der rechts ist, glaube ich. Ja, verringert Fallschaden. Mit dem kann man da in das Loch springen. Der hier? Nee. Der steht da, verringert Lauf, Leichtfall. Von Feinden leichter entdeckt werden. Links. Warum sollte man sich sowas kaufen? Links. Verringert Fallschaden, den meinte ich. Mit dem kann man theoretisch in das Loch springen. Macht Stimmen von Gegner hörbar. Was ist das für Scheiße? Also den hier, so müsste uns wahrscheinlich irgendwann oder früher oder später holen. Hörst du aus, aber ich weiß, was das toll ist. Bock bestimmt, der Feind. Ja. Das macht mir satisfied? Ach, wie so eine Hure, satisfied. Oh, dann kennst du dich aus, du Klasse. Katzenmann, ja. Okay, ich weiß. Ich bin jeden zweiten Tag bei deiner Mutter. Natürlich kenn ich mich aus. Ich würde ohne Ringwitsche noch nicht runterspringen. Das ist aber auch wieder ein neuer Weg, um ehrlich zu sein, möchte ich. Erstmal den anderen weiter erforschen, wollte ich gerade sagen. Wir haben drei Wege, die wir machen können. Ja, theoretisch schon. Blaue Kathedrale, verlorene Festung und das hier. Tja, verlorene Festung. Boah, Alter, das war eine schwierige Entscheidung. Insbesondere finde ich interessant, dass in der Niemandswerft angeblich noch 5 weitere Portpunkte sein sollen. Falls das wirklich, genau. Ja, es sind immer 5. Genau, vielleicht auch nicht. Das heißt, das ferne Feuer. Boah, Alter. Ja, so heißt der Punkt, ja. Achso, wo wir sind, ja. Achso, das kommt, ja. Weg. Da waren wir gerade stehen geblieben und die Gegner waren eigentlich ganz angenehm. Also auch der Boss war okay. Achso, die hatten. Ja, der dann dahin zu kommen. So, was heißt jetzt hier hoch? Zack, man tut. So, ja, viel Erfolg. Wetten, das ist wie Sens, das sind irgendwie 1000. Vorsicht vor, tot. Möglich ist alles. Erstmal Ausblick. Sieht nicht ganz nice aus. Ich hoffe nicht. Aber da oben ist nämlich die. Ein paar umgefallen. Aber der fightet doch gegen irgendwas. Ja, da vorne war auch was, oder? Da liegt was. Da liegt irgendein Hund oder so. Das ist aus wie ein Gollum, Alter. Ein Gollum? Ja, das ist erst was. Was ist das? Das sieht aus wie so ein Fell? Ist das ein Hund? Das ist ein Yeti, Alter. Das ist ein Yeti, Alter. Das ist nur ein Freund? Es ist so ein Silberretter wie am Anfang. Ja, stimmt. Ich hab den Kopf jahrelang nicht gesehen. Sollen wir den jetzt ausprobieren? Was? Kannst du gucken, ob ich. Oh, mit dem Regen kann ich nicht. Okay, direkt am Leuchten. Ja. Willst du mich bitte nicht stechen? Das habe ich versucht, aber es hat funktioniert. Irgendwas hat nur gar keinen Schaden. Oh, aber es reicht. Es reicht. Alter, also, Surprise Attack. Ich glaube, den können wir schaffen. Der läuft doch schon wie so ein Geist einfach. Ja, voll. Aber ist halt einfach, da kommt dann auf einmal die 180 Grad Drehung mit dem Überschwinger noch dabei. Achso. So ein Scheiß. Ah ja, also Spiel hab ich. Hm? Spiel sah ich jetzt nicht aus. Nö. Aus dem Saatauge da unten schon wieder Nebel. Aber. Ich hatte schon gesagt, dann. Echt? Ja. Da musst du nicht so flüstern. Nein, du musst nicht so flüstern. Ah, Lukas, guck mal da oben, ne? Da ist ein Nebel. Arbeit verdienen. Ja, das ist echt wieder so ein. Lass mal einsammeln hier.
steh auf. Ich kann das nicht mal blocken. Was für ein Muttenkopf. Das ist richtig gut. Oh, Alter. Das ist ja, das war sehr gut, nicht? Ich lebe nicht. Der ist voll stark. Oh, den schaffen wir, Mama. Den schaffen wir auch. Also nicht du, nicht ich. Ja, noch habe ich Zeit. Mehr als genug. Um den zu töten, nicht. Ja, mal gespannt. Wir haben ja noch keinen von diesen vier Königen getroffen, ne? Aber ja, vier Könige? Ja, ich dachte. Der hat die am Anfang gesagt, lauf zu den vier Königen. Wie, zu dem König? Die vier Könige waren bei Dark Souls 1. Echt? Oder? Ja. Guck mal. Ich dachte, wir müssten. Ja, anvisieren wir nicht. Okay, ich will auf jeden Fall wegstemmen. Halleluja. Ja, fast. Würdest du mich mal bitte näher? Was? Wächst dann jetzt vielleicht? Ja, hab ich den Zahnarzt schon nicht im Club. Oh Gott, fuck you. How about no? Oh mein Gott. Ich habe noch mehr, ne? Der schlägt wieder durch die Schulter. Kann sein. Das war eine Mutter. Was, mich? Okay. Ja, der schlägt das. Gut, aber ich gehe jetzt noch zweimal so wächst, oder? Ja, er lebt ja immer noch. Puh! Ja, ist das ernsthaft so? Na, guck, aber den zu wechseln ist nicht so schwer. Obwohl? Ne, einmal wechseln, glaube ich, reicht. Oder Erfolgte. Nee, ja, das ist jetzt einfach. Das nächste. Nee. Zack, und weg damit. Tada! Ich bin ein Gott. Heidesperr. Das ist ein Heide, Alter. Ich weiß. Ah, wo ist er denn? Da. Der macht den leider mit. Der macht Blitzschaden. Und wer macht das falsche Schwert am Haus? Der macht Blitzschaden, Alter. Echt? Ja. Deshalb hat er vielleicht auch noch durch die Rüstung. Hast du was mit Blitzeffekten gesehen? Aber 25 Geschicklichkeit ist mir zu viel, um zu skillen, um ehrlich zu sein. Wir haben beide mit Sperren spielen. Ja, das kommt dann noch dazu. Auch wenn der gerade mega wendig damit aussah. Aber ja. Unterhalb rechts. Nee, hier ist auch weiter. Und runter. Ach, schon wieder so ein Hund. Nee. Stimmt. Oh, Alter, was ist das? Ich hab grad schon wieder mega erschreckt, einfach nur. Was ist der für ein Gesicht, Alter? Was hat, wie sieht er denn aus? Er will fast Ding schlagen, bis er runterfällt. Ah ja, Tatsache. Weiß ich nicht, ob ich das wollte, sorry. Sorry, du hast immer Premium-Ideen einfach. Oh ja, der hat ja Stab, Alter. Weiß nicht. Stopp, deiner Mama hat der. Okay, der hat gar nicht mal so viel aus. Was ist denn? Nicht so viel, wie ich dachte, dass er aushalten würde. Okay, und der schreckt auch jedes Mal zurück. Alles am Rummeln, wie groß, Junge. Das ist wirklich sowas. Man hat sowas, ne? Oh, Alter, ich will nicht wieder ganz viele Wege haben. Alles, was ich hier machen kann, ist mich verlaufen. Angreifen. Oh, Tatsache. Cooler Tipp. Hörst du das? Stampfen. Stampfen? Hörst du das? Ach, genau. Eigentlich nicht. Dann hält der schon ein bisschen was aus, ja. Nope. You die. Sorry. Das ist halt wieder so monstermäßig dunkel einfach nur. Also auf jeden Fall kannst du alles kaputt machen. Hey. Zerstörbare Umgebung, hup hup. Ja, nehmen wir mal einen Schritt zurück. Das ist Gold, ne? Ja, Gold ist nicht. Das machen wir dann. Alter, wie seht ihr denn aus? Müssen wir uns zum Gegner mal genau angucken. Flammenschmetterlinge, cool. Das ist anscheinend. Ne, ist ein einmaliges Ding dann. Hoppa, die Tür öffnen. Das ist verschlossen, okay. Like always. Ja, aber das grenzt zumindest mal die Möglichkeiten ein, die man hat. Ja, vorerst.
hab nicht vorher nicht nach oben geguckt. Ich wusste nicht, was so Gegner auf dich geklatscht werden. Vielleicht hätten wir darüber dahin gehen können. Oder springen wir jetzt darüber? Springen? Ja, ich guck jetzt mal. Weil von da unten kommst du ja dann nicht dahin. Deswegen denke ich mir mal, dass man eventuell, wenn man hier runter geht, und dann nach rechts. Ja. Ja, jump auf einmal. Boah, sogar mit Rolle. Wunderschön. Und dann jetzt hier. Gegenstand voraus. Was ist denn das? Seele eines tapferen Kriegers. Ja, das hat sich doch schon wieder gelohnt hier. Mal nachzugucken. Und da geht es steil bergab. Ja. So. Das heißt aber, wir können mal in diese Richtung. Ja. Vorerst, ja. Vorerst, ja. Damn, was? Fuck. Was bringt mir das denn hier? Diese Truhe. Was bringt mir das? Und Falle. Ja, aber ich habe das Gefühl, die Fallen sind nur bei den Holztruhen. Erste Flakonscherbe schon wieder. Sechs. Große Titanitscherbe ist auch nicht schlecht. Aber ja, ich denke, dass wir gerade erst mit 5 Business Flakons rumlaufen. Oh boy, wir sind. Wir hatten 20 davor. Oh ja, bestimmt mit 20. 20 war es aber. Man muss fairerweise aber auch sagen, dass mit 20 echt super easy war, ab einem bestimmten Zeitpunkt. Ja. Gibt's dann den Menschen dort. Nice. Was haben wir hier? Ziehen. Moment. Zieh mal Finger. Zieh mal Finger. So, Hunde, kommt. Na? Okay. Ja, bewegt euch halt nicht. Das ist echt sehr stark. Seele. Eines namenlosen Futzis. Tür öffnen. Natürlich ist sie wieder verschlossen. Gibt bestimmt gleich irgendwie so einen Kerkerschlüssel oder so. Ja, das Fass darfst du behalten. Das ist, glaube ich. Das glaube ich aber auch irgendwas. Ja, natürlich. Scheißhunde. Fick dich, Treffer, aber. Wir haben ja, würde ich sagen, wir haben auf der Treppe haben wir einfach mal sowas von den Vorteil auf unserer Seite. Und das nochmal? Ja, das ist die Leiche. Wenn was knurren gehört. Aber da ist das Fass da unten eben explodiert. Jo. Das hat aber nicht die Wand hier kaputt gemacht. Was war das? Das klang wie ein Schlag irgendwie. Ja. Vielleicht da drin oder so. Kuckuck. Kuckuck. Was ist Kuckuck? Der hat absurder Sprung gekostet. Das kann sogar wirklich sein. Alter, nein. Kiss auf. Vermutlich eher nicht, ne? Böse, krass. Kannst du uns mal einen Ring anziehen, falls wir sonst noch irgendwo springen müssen? Falls wir Platz haben, oder was? Das mal hart drauf vorbeigejumpt. Da hinten scheint noch irgendwas Großes. Echt? Hier? Ach, ja, da hinten ist wieder so ein komischer Mumienfritzer. Amumu hat Freunde gefunden. Schulterhaus. Ja, ne, da will ich nicht runter. Nee, nicht. Das war übrigens wieder ein schwarzes Pulverfass. Alter Schwede, da muss man da hart aufpassen, oder was? Ich hab halt Schiss hier, irgendwas zu verpassen, weil irgendwas an der Leiter so ist, weißt du? Gegner. Ja, Gegner. Ja, auch wieder so ein hässliches Schwarzpulverfass. Was tut der denn jetzt? Du wolltest auch das Wasser stören. Das sah fast so aus, wa? Mein Gott, das ist wieder so ein typischer Gegner der Marke. Sieht groß und scary aus, ist aber absolut scheiße einfach, ne? Kneel before your master. Würde ich mal sagen. Rise, my minions. So, hier geht's noch lang. Kommt man aber nicht zurück. Da geht's auch weiter und dann wahrscheinlich halt da hinten durch. Oh, ich hasse es, zwei Wege zu haben. Dann kommen alle zurück. Ne? Eher nicht. Bestimmt irgendwie zu. Illusion voraus. Scheiße. Das ist lieber nächstes einmal mit Rollen, weil sonst zerstören wir unsere Waffen unnötig. Ja, stimmt. Wo du recht hast. Ja, ich hab immer recht. Ausnahmsweise mal. Tod voraus. Ja, das macht natürlich Mut. Also los mit Stoß. Hält jetzt irgendein ganz starker Gegner dran oder so. Da war irgendwo links, oder? Ja. Nicht nur einer. Einfach mal tauschen.